Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Tauschpaket, denn Danny und ich haben mal wieder getauscht. Es geht um das Thema die Sünde und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das Thema hatte Danny vorgeschlagen und ich fand es mega geil. Also es ist einfach mal was anderes. Ich bin ja eigentlich eher so lieb und nett und freundlich, also schaut gerne bei ihm vorbei. Heute um 17 Uhr kommt nämlich sein Video online, was er von mir geschickt bekommen hat. Und ich habe mich da auch so ein bisschen auf die 7 Todsünden berufen und ich glaube, dass es ihm ähnlich ergangen ist. Ja, ich bin sehr gespannt. Danny ist ein wundervoller Mensch, ein toller Mann. Ich habe jetzt auch schon mit ihm telefoniert und so. Wir schreiben per WhatsApp. Ein sehr sympathischer Mensch, ein kreativer Mann, den ich einfach gerne habe, muss ich wirklich sagen. Ich habe ihn kennengelernt eben durch seine Bücher. Er ist ja Autor. Da kann ich euch ja unten mal den Pelletier Verlag in der Infobox verlinken. Schaut gerne vorbei. Jetzt gerade habe ich gestern Abend das Spukhaus durchgelesen. Meine Review zu den einzelnen Büchern findet ihr immer auf Instagram. Da folgt mir persönlich gerne auch mal, wenn ihr möchtet. Da heiße ich AIDUAKP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Ohne zu spoilern, reviewe ich nämlich für euch auch die Bücher. Genau, und ja, mit so einem kreativen Menschen zusammen ein Tauschpaket zu machen, ist natürlich noch eine ganz andere Herausforderung. Und ich bin gespannt, wie Danny die Idee umgesetzt hat. Falls ihr von Danny kommt, herzlich willkommen. Mein Name ist Claudi. Hier seid ihr in meiner ja hauptsächlich Beauty-Welt. Jetzt gerade geht es ein bisschen ab mit Adventskalendern. Ansonsten beschäftige ich mich sehr mit Unboxings von Abo- und Beauty-Boxen, mit Schminkvideos, genau, Versprecher sind auch mit dabei, Hauls, Reviews und so weiter und so fort. Alles, was so um mich herum passiert, aufgebraucht Videos natürlich auch, damit ihr da die ganzen gebündelten Eindrücke bekommt, sag ich mal. So, ich habe hier ein Riesenpaket, wo mein Freund direkt eben sagt, ich musste so lachen, oh, Claudi, kriegen wir einen neuen Staubsauger, denn das hier ist der Robot Vacuum and Mop Cleaner Gedönsen, den hat Danny nämlich letztens auf seinem Kanal reviewed. Ich habe das Video eben erst gesehen, ziemlich ulkig und ja, ich packe das Ganze erstmal hier auf meinen Tisch und dann starten wir. Zuallererst muss ich sagen, dass Danny die Pakete ganz genauso eingepackt hat, wie mein Freund sie einpacken würde, original. Aber bevor wir mit den 7 Paketen starten dürfen, habe ich hier ein Briefchen. Und hier steht drauf, vor den Sünden steht immer die Liebe. Viel Spaß, Danny. Und Danny hat mein Herzchen dazu gemalt. Hi, ich freue mich. Sammy ist auch schon am Start. Mausi, ich weiß nicht, ob hier was für dich dran ist. Ja, aber hier ist keine Katze drin, hoffe ich. Das Paket stand jetzt schon 2-3 Tage bei mir rum. Okay, also, wow, wow. Oh, wie süß. Oh mein Gott. Das ist so eine schöne Karte. Also ich habe wirklich ein Paket voller Sünde, ne? Also da ist ja, vielleicht ein bisschen was mit Liebe, aber das ist ja mal der Hammer. Letztes Mal habe ich das Brandenburger Tor bekommen und jetzt habe ich... Was sind das für schöne Karten? Danny, du musst unbedingt mal Bescheid sagen, wo man solche Karten bekommen kann, ne? Weil da würde ich mir tatsächlich auch ein paar von holen. Das ist so ein Kirschblütenbaum. Ich liebe Kirschblüten. Und dann ist da ein knutschendes Pärchen. Oh, ist das schön. Heidenei. Da steht nämlich nichts drauf. Voll cool. Das ist so scherenschnittmäßig, ne? Total geil. Könnt ihr das sehen? Ja, ne? Sehr gut. Und hier habe ich einen Siegelbrief drin. Ja, das ist ja cool. Ich liebe es, wenn man so wirklich auch hier mit Wachs, ne? Oder mit, doch, das ist Wachs. Wachs ein Siegel macht. Siegelbrief halt, Claudinchen, ja. Liebe Claudi, ich freue mich auf unsere neue Runde Tauschpaket mit dem Motto Die 7 Todsünden. Irgendwie passend zu Halloween, oder? Oh ja, und ich packe das Paket heute auch aus. Das ist jetzt einen Tag vor Halloween, aber das geht am Mittwoch erst online. Jedes Päckchen ist mit der entsprechenden Nummer und Todsünde versehen. Hier findest du eine Erklärung zu meinen Gedanken. Ich wünsche dir viel Spaß und hoffe, dass etwas Nützliches dabei ist. Alles Liebe, Danny. PS, ich liebe deinen Igel. Ja, Irmgard ist wirklich ein Traum. Die ist gerade draußen. Auch da, falls ihr Irmgard Updates haben möchtet, ne? Instagram, folgt mir da sehr gerne. Sehr geil. Also, so, hier haben wir die ganzen Erklärungen. Das lesen wir uns dann durch, wenn hier auch entsprechend die einzelnen Dinge ausgepackt werden. Hier habe ich jetzt die Nummer 1. Entschuldigung. Aber ich feiere das jetzt schon. Also, ich würde jetzt mal ganz grob vermuten, dass wir hier einen Spiegel drin haben. Das ist Küchenrolle. Und Packpapier. Geil. Er hat mir auch per WhatsApp geschrieben, dass die 8. Todsünde tatsächlich ist, dass er kein Tesafilm mehr hatte. Das
sein Traum. Okay, aber das ist ein richtig schöner Spiegel. Wir hatten übrigens auch ein Budget, ne? Und hier haben wir so ein, oh geil, oh mein Gott, ein Vergrößerungsspiegel. Der vergrößert mich sehr. Ach cool, Mac mit Mrs. Bella. Na, ist da jemand eingesprungen und hat dich das supportet? Ha, ha? Ich habe Maxim ganz grob im Verdacht, aber ich finde das ja mega geil. Meine Stiefmama in Spee kommt öfters mal vorbei und die probt sich dann immer durch meine Make-up-Sammlung durch. Ne? Und die fragt mich immer nach einem Vergrößerungsspiegel. Ich persönlich habe natürlich neben den Spiegeln von Maxim nur diesen kleinen Vergrößerungsspiegel halt von Crash, von Luisa Crash. Und der ist halt ein ziemlich kleiner, so ein Taschenspiegel halt. Ne? Aber das ist jetzt perfekt. Der wird jetzt hier auch auf meinem Schminktisch seinen Platz finden. Ich finde es ja geil. Richtig cool. Natürlich sollten wir uns dazu durchlesen, was er sich dazu gedacht hat, ne? Hochmut, Eitelkeit. Wer kennt es nicht? Wir schauen immer wieder rein. Mal finden wir uns großartig, mal furchtbar. Was passiert aber, wenn wir nicht mehr aufhören, wegzuschauen? Wir werden eitel. Das stimmt allerdings. So, Sammy, du möchtest jetzt also einen Yum haben. Wäre jetzt total witzig, wenn die Nummer 2 jetzt irgendwie hier irgendwas mit Essen ist. Ist das was mit Essen? Nein. Okay. Das wäre witzig. Aber ich habe hier auf jeden Fall die Nummer 2. Dieses süße Herzchengeschenkpapier. Ich schmeiß mich weg, ohne Witz, ne? Ich habe auch drüber nachgedacht, dir genau das hier zu holen. Aber ich habe tatsächlich dir was anderes besorgt. Also sei gespannt. Piggy Bank Digital Coin Counting. So geil. Das ist halt ein Schweinchen, also ein Sparschwein, wo du dein Geld reinmachst und das zählt dein Geld. Finde ich sehr, 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 sehr geil. Mega. Also ich habe das bei Meloflori gesehen, bei Melli. Die hat nämlich auch so eine Spardose, wo du oben das Geld halt reinstecken kannst. Und dann zählt das Vieh halt mit und das finde ich total geil. Also das kommt jetzt safe in Einsatz. Ich habe nämlich auf meiner Action-Einkaufsliste jetzt auch schon wieder stehen gehabt, dass ich noch eine neue Spardose brauche. Das kann ich mir jetzt sparen, denn jetzt habe ich ein neues Sparschwein von Danny gekriegt. Richtig geilomat. Ne? Also das ist richtig geil. Ja, hier haben wir auf jeden Fall das Schweinchen. Voll süß. Dankeschön. Nein, also bislang mit beiden Sachen kann ich was anfangen. Definitiv. Sinnvolle Produkte. Und hier haben wir natürlich die Geiz oder auch Habsucht genannt. Ne? Mehr, mehr, mehr. Wir wollen mehr und genau wissen, wie viel es ist. Jeder Cent zählt und wehe, es fehlt etwas. Mhm. Die böse, böse Habgier. Dann machen wir mal weiter mit der Nummer 3. Die haben wir hier. Das ist was Langes. Da habe ich jetzt ein bisschen Angst vor. Was ist da drin? Hä? Ist das für dich, Sammy? Nee. Okay, ich glaube, wir haben hier die Wollust, ne? Hm. Fesseln, Plüsch und Tellmanschette, Spielzeug New. Ja, das ist ein Halsband, würde ich mal so sagen. Das sieht ganz nach Wollust aus. Also dadurch, dass ich ja auch diverse Erwachsenen-Spielzeug-Adventskalender auch auf diesem Kanal ausgepackt habe, besitze ich schon das ein oder andere. Ich muss aber gestehen, dass ich tatsächlich genau sowas nicht habe. Ich habe Handschellen, aber das hier sind wirklich schöne Handfesseln, weil die halt innen noch so Plüsch haben. Und das finde ich cool. Also so richtig plüschig, ne? Mag ich gerne leiden. Ja, definitiv, ne? Da kann man dann auch so... Moment, ich muss mal gucken. Ich habe keine dünnen Ärmchen, das muss ich ja dazu sagen. Oh, die fühlen sich schön an. Ich meine, dass ich dir auch was Ähnliches in deine Wollust reingepackt habe. Nein, das geht vollkommen klar. Passt auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, und da haben wir hier noch so eine kleine Kette zwischendrin, ne? Ne? Hier haben wir dann die Nummer 3, Wollust begehren. Sollte die Wollust voll und ganz leidenschaftlich vorhanden sein, dann kann man damit noch immer eine Bank ausrauben. Was? Nochmal. Das habe ich jetzt, warte mal. Sollte die Wollust voll und ganz leidenschaftlich vorhanden sein, dann kann man damit noch immer eine Bank ausrauben. Vorsicht, Banküberfälle sind strafbar. Dies ist kein Aufruf. Ach so, Bonnie und Clyde. Okay. Ja, sowas kann natürlich auch erotisierend sein, um das mal so zu sagen. Sie ist total aufgeregt. Mausi, das ist nicht für dich hier. Ich habe jetzt hier eine ziemlich schwere Nummer 4. Oh, das duftet.
Das duftet richtig angenehm. Voll schön. Candle Factory, Licht für die Sinne, Wellness Duftkerze. Duftkerze. Stress lass nach mit Melisse und Jojobaöl. Richtig geil. Wir haben jetzt auch gestern Abend ganz viele Kerzen angehabt. Das heißt, ich habe einige Kerzen bei uns im Haus zu erneuern. Und das ist auch ein Duft, wo mein Freund jetzt nicht schreiend bei weglaufen würde. Also gestern Rituals of Sakura, ne? Die Duftkerze war schon grenzwertig, weil doch sehr weiblich mäßig, ne? Aber das hier ist ein schöner Unisex-Duft. Also vielen, vielen Dank. Und das wird jetzt hier so dieses Chillness. Die Todsünde Chillness. Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Auch bekannt als Zorn, Wut, brennende Hexe. Mann, ich dachte, das wäre jetzt hier irgendwie diese Faulheit oder sowas. Nee, das ist brennende. Oh, böse. Okay, dann gehen wir jetzt mal weiter zu der Nummer 5. Also ich muss wirklich sagen, Danny hat sich ziemlich große Dinge ausgesucht. Wahnsinn. Oh ja. Morgen ist Halloween, aber das kriegen die Kinder nicht. Den habe ich schon was anderes geholt. Hier haben wir nämlich Red Band. Zungen super sauer. Oh, das sind 1,2 Kilo. Ja, okay, hier haben wir die Völlerei. Ja, Wahnsinn. Mag ich gerne. Ne? Also jetzt gerade haben wir Abendbrot gegessen, aber die werde ich bei uns einfach auf den Wohnzimmertisch stellen und die werden relativ schnell vernichtet werden. Ne? Mega geil, richtig lecker. Als ich damals noch in meinem jetzt vorigen Job war und mein damals Chef, also nicht der, der jetzt quasi der Bereichsleiter ist, sondern sein Vorgänger, wenn der so einen schlechten Tag hatte und gemerkt hat, dass er uns vielleicht ein bisschen auf den Schlips getreten ist, ist er dann in der Mittagspause schnell zum Aldi oder halt zum Supermarkt gefahren und hat uns dann auch immer solche Yummies geholt. Richtig geil, ne? So als kleine Entschuldigung. Oder es gab halt Bienenstich. Das war auch der Klassiker. Und seitdem er nicht mehr da ist, habe ich 5 Kilo aufgenommen. Das ist hart, Leute, wirklich. Wir sind jetzt hier bei der Völlerei. Maßlosigkeit. Was ist besser als 1? 2. Fressen bis zur Todsünde. Willkommen in der Hölle der Kilos. Komme ich mit klar. Ja, ja, die 5 Kilo kriege ich hier mit vielleicht langsam wieder drauf. Hier habe ich jetzt das nächste sehr schwere, die Nummer 6. Und da ist ein Klebi vom Pelletier Verlag drauf. Sogar 2. Entweder ist das wirklich vom Pelletier Verlag, also ein Buch, oder wir haben hier tatsächlich einfach nur aufgrund von, wir hatten wirklich auch kein Packpapier mehr, diesen Klebi drauf gemacht. Du kreativer Mensch. Oh nein, du bist so geil. Du bist so geil. Ich hätte mir das sonst wirklich selber bestellt, ne? Er hat mir die neuen beiden mit Garz geschickt. Yay! Ich freue mich! Sehr, sehr geil. Also, Gesundheitssemi übrigens. Midgard, das Buch habe ich, Gesundheit, die Ashes of Yggdrasil, habe ich letztens erst durchgelesen und auch auf Instagram reviewed und hier haben wir tatsächlich die nächsten beiden. Oh, ich freue mich! Einmal, das ist das Hauptbuch Rise of Fimbul. Das muss ich mal herausfinden, worum es geht, indem ich es einfach mal durchlese, ne? Entdecke fantastische nordische Schauplätze, erfahre spannende Geheimnisse und tauche ein in eine riesige Welt voller Fantasie, Magie und Gefahren. Geilomat, ich freue mich drauf, Danny. Wie viele Seiten haben wir dieses Mal bei diesem Klopper mit dabei? Es sind 437, alles klar. Dann haben wir hier das Begleitbuch, wo dann halt quasi die einzelnen Völker auch vorgestellt werden. Das muss ich wahrscheinlich vorher mal lesen. Walküren und Asen, das sind nämlich neue Charaktere, die auch mit vorgestellt werden. Es soll dir eine zusätzliche Stütze auf deiner langen und harten Reise sein. Oh, Danny, ich finde es so geil gerade. Richtig, richtig cool. Eine kleine Karte. Liebe Claudia, schön, dass es dich gibt. Schön, dass es dich auch gibt. Denn deine Fantasiewelt ist meine Fantasiewelt und das macht mir sehr viel Freude. Ah, da freue ich mich drauf. Also, danke, Danny. Mega geil. Leute, wie gesagt, neues Buch, ne? Gönnt euch hart. Ist ein schönes Geschenk jetzt auch vielleicht demnächst zu Weihnachten oder so. Ich lese super gerne die Bücher von Danny, weil ich halt auch so diese Genres mag. Ich mag gerne Thriller, Horror und tatsächlich bin ich da so ein bisschen anders unterwegs, als man sich das so vorstellen würde. Ich habe gestern zum Beispiel noch abends mir mal eben, ne, einen Essabend gegönnt, also quasi den ersten und den zweiten Teil mir angeguckt. Würde ich meinen Freund niemals zu kriegen, das mit mir zusammen zu gucken. Egal. Ja, geil. Also das war übrigens die Todsünde Neid, Eifersucht. Release erst am 7.11. Du hast es schon heute, aber pst, kein Inhalt spoilern. Oh, ich bin auf jeden Fall gespannt, aber bis zum 7.11. werde ich safe noch nicht durchgelesen haben. Jetzt, apropos 7.11., ne, habe ich hier die Todsünde Nummer 7. Das ist ein Riesen-Oschi. Ich meine, hallo? Was
Was fehlt denn noch? Die Faulheit, Ignoranz. Okay. Nein! Was ist das? Ein Kissen? Ein Umhang? Es ist ein Einhorn? Oh nein, dein Nied. Ich weine. Oh, wie geil, was ist das? Das ist wirklich ein Einhornkissen, das finde ich total großartig. Ich darf ja, oder ich kann ja, oder ich will ja, wie auch immer man das nennen mag, mein Mädchendasein-Traum hier zu Hause nicht wirklich ausleben, da mein Freund tatsächlich die Dekoration unseres Zuhauses übernommen hat und halt auch super viel Lego überall rumsteht, ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Einhorn dazwischen setzen würde, wäre das so ein kleiner Crash, ne? Aber ich glaube, das kommt auch mal ganz gut. Oh, es ist weich und es hat süße Öhrchen und es hat wirklich, ne? Es ist so niedlich. Dankeschön. Oh, ich liebe sowas, ja, ne? Ich glaube, wenn jetzt alle Kinder, also die ganzen Mädchenkinder von meinen Freundinnen vorbeikommen, ich glaube auch meine Freundinnen an sich, ne? Wir werden alle von Neid erblassen. Also das könnte tatsächlich sogar Neid sein. Hier sind wir aber bei der Faulheit, Ignoranz. Gute Nacht, gute Träume, viel Faulheit und einen langen und geruhsamen Schlaf ohne ein schlechtes Gewissen. Und das zu jeder Uhrzeit. Ja, das ist schon, ne? So eine Sache. Oh, Flausi. Nein, Sammy, das ist mein Flausi-Kissen, nicht nein. Sammy kommt schon an, der mag nämlich auch gerne Plüschtiere und der will die dann mopsen, aber es ist jetzt mein Flausi. Lieber Danny, du hast mich sehr, sehr glücklich gemacht und es hat mir echt Freude bereitet. Du hast mir geile Klopperviecher hier reingepackt, also cool. Ne? Am besten natürlich für mich persönlich langfristig gesehen ist das Buch, denn das werde ich mir tatsächlich gleich mal anfangen zu gönnen. Und ich werde mein Sparschwein umfüllen, also es sind alles tatsächlich Produkte, ja, auch die Wollust, die definitiv einen Einsatz finden werden. Und ja, ne? Vielen Dank, gerne wieder. Bin gespannt, welches Thema wir das nächste Mal nehmen. Ihr könnt gerne auch mal so Themenwünsche unten in die Kommentare reinschreiben, aber nicht vergessen, es ist ein Tauschpaket mit einem Mann und einer Frau. Ne? Also das ist immer so eine kleine Schwierigkeit bei der ganzen Geschichte. Und dann können wir ja mal gucken, vielleicht suchen wir uns ja einen davon aus. Denkt auf jeden Fall dran, um 17 Uhr geht's ein Video online. Sobald es online ist, habe ich euch den Link dazu in die Infobox gesetzt. Und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen mit den Dingen hier rumspielen und sie ausprobieren. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Tauschpaketen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite kannst du nochmal Danny sehen. Da habe ich seinen Kanal eingefügt. Und hier oben kannst du, wenn du es noch nicht getan hast und Bock drauf hast, mich sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich halt einfach mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!